Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von H1Z1 in der dritten Staffel und wir spielen als Frau mit dem Namen Cinderella. Wir haben jetzt hier eine Tasche gefunden, die wir geplündert haben. Da war einiges drin, unter anderem auch eine Wooden Body Armor, aber wir haben uns eine eigene gebaut. Ich wollte nicht diesen abgenutzten Scheiß haben. Haha. Wir haben immer noch keine... Haben wir keine Hose gefunden, verdammt? Wir haben immer noch keine Hose gefunden, aber so sieht das auch schick aus. Muss ich mal ehrlich sagen. Das Shirt haben wir ihr darüber gezogen, weil das kein normales Shirt ist. Das ist ein schöneres. So, wir haben die Tasche leer. Oder kriegen wir hier noch was raus? Hier ist noch Satchel drin. Ach ja, wir wollen ja... Wir nehmen mal hier Bowdrill mit, damit wir Feuer machen können. So, unser Woodspear haben wir weggepackt. Metal Sheet, wenn wir davon jetzt 6 Stück hätten, dann könnten wir natürlich Plated Body Armor bauen, aber das ist ja jetzt auch egal. Wir haben zwar schon einiges an Scrap Metal gefunden, wenn wir das einschmelzen, dann können wir daraus auch Metal Sheet bauen, aber das ist jetzt nicht so. Hallo! Hi! Alles klar? Ja. Jetzt geht er weg, jetzt geht er weg. Lauf doch nicht weg! Na egal. Der dachte garantiert, ich bin eine Perle. Ich liebe dich! Wo bist du? In dieser Welt. Oh, hier ist Munition. Danke, dass du mich hier hingeführt hast. Shotgun. Oh, der war ja nett, der Kerl. Der war nett. Wollen wir uns ein gemeinsames Zuhause aufbauen? Du warst mir sehr sympathisch. Was haben wir hier? Ein Baseballschläger. Den nehmen wir nicht mit. Ich finde, das Beil ist, glaube ich, effektiver. Ach, hier ist noch ein Raum. Oh, was kann man denn hier alles machen? Ach, hier ist er. Was haben wir hier? Ein Shirt. Hier ist eine Kiste. Empty Bottle. Oh. Der fühlt sich bestimmt verarscht, der arme Kerl. Oh Mann, ich bin so gemein. Aber Spaß muss auch mal sein. So, und in der dritten Episode der dritten Staffel haben wir also das erste Mal Kontakt mit einem weiteren Überlebenden aufgenommen. Wären wir jetzt auf einen PvP-Server, hätte der Kerl mich wahrscheinlich kaltblütig abgeschlachtet. Oder weil ich eine Frau bin, habe ich vielleicht Bonuspunkte und er hätte mich vielleicht erstmal angesprochen. Und ich hätte ihn vielleicht was anbieten können, um mich am Leben zu lassen. Ich sage jetzt nicht was. Aber man muss ja mal die Vorteile einer Frau ausspielen. So, hier haben wir noch nicht reingeguckt. Ein bisschen Antibiotika oder Medizin. Ah, Antibiotika könnte ich mal gebrauchen. Oh, Musik geht wieder los. Unsere Energie, unsere Gesundheit ist hoch auf 26. Also, Munition, Waffen, ach ja, wir brauchen Woodstick. Ich gehe mal raus und hole uns Woodstick. Kann ich aus dem Woodlock Woodstick bauen? Woodstick, ja. Ach so, dann bauen wir es erstmal aus dem Woodlock Woodplank, dann Woodstick. So, jetzt habe ich Woodstick. Das heißt, wir gehen jetzt auf Discovery. Gehen auf Woodstick, auf Spool of Twine, auf Scrap of Clothes, auf Discover und haben einen Wooden Bow. Den bauen wir uns jetzt. Wir bauen uns den Wooden Bow. Nein! Doch, da so. Da, wir haben den gleich weggepackt. Denn wir haben keinen Platz mehr. Ich pack mal unseren schönen Makeshift Bow zur Seite. Und nehmen den Wooden Bow, denn der hat mehr Schmackes. Wie viele Pfeile haben wir denn? 16. Wir haben doch jetzt noch... Hier haben wir ja noch Holz. Wir haben noch Holz, aber ich mache erstmal nichts. Doch, Woodplank brauchen wir jetzt nicht. Wir haben den Bow wohl mitgenommen. Woodplank brauchen wir jetzt erstmal nicht. Es sei denn, wir bauen uns irgendwann mal eine Kiste oder eine Hütte. Woodlock packen wir weg. Woodplank. Wie viel Woodsticks kriege ich noch aus einem Woodplank? Nur ein Woodstick oder was?
Zwei immerhin. Dann bauen wir da nochmal zwei Pfeile draus. So. Und dann gehen wir weiter. Die Taschenlampe habe ich, ne? Ja. Taschenlampe habe ich. Schade, dass wir unseren Speer nicht mehr haben. Wir haben ihn nicht einmal geworfen. Die Autos haben wir. War hier hinten noch was? Da können wir einmal Dreckwasser trinken. Hier ist noch ein Auto. Und hier sind noch Woodsticks. Scrap of Clothes nehmen wir nochmal mit. Können wir uns nochmal einen Verband rausbauen oder so. Brauchen wir ja zwei Scrap of Clothes für. So, ich baue mir nochmal ein paar Pfeile. Also wenn wir jetzt in Cranberry wären, wahrscheinlich wäre hier mehr los. Beziehungsweise wären mehr Zombies. So, jetzt haben wir 23 Pfeile. Das reicht erstmal. Ich ruhe mich mal eben aus. Können wir hier rein? Nein. Ich ruhe mich mal aus. Es dauert 20 Sekunden. Ist hier jemand? Nee. Doch, da rennt jemand. Ist das ein Zombie? Ach nee, es ist ein Reh. So, wir sind ausgeruht. Gut ausgeruht. So, dann gehen wir mal weiter. Da sind Autos. Ich hoffe immer noch, dass wir mal einen schönen Rucksack finden. Ach so, wir können ja noch einen... Was? Ist ja was? Wir können ja noch ein... Oh, oh, Musik. Wir können ja noch ein Backpack-Frame bauen. Und den brauchen wir, um uns einen Framed Backpack zu bauen. Da passen 1200 rein, Leute. 1200. I8 bin ich jetzt. I8. Ja, wir sind in der richtigen... auf der richtigen Route. Nix dabei. Wir gehen links lang. Also ich habe das Gefühl, da wo mehr Häuser sind, könnten uns auch mehr Zombies erwarten. Hübsch, auf den Bildern sah die hässlicher aus. In Action ist sie nicht ganz so hässlich. Oh, Hydration, ich brauche was zu trinken. Oh nein. Muss ich... Oh, Energie 65. Geil, dann kann ich doch gleich mal Dreckwasser trinken. Ach, jetzt können wir auch mal eine Flasche voll machen. Kann ich rüber? Aua. Scheiße. Dann nehme ich mal Scrap of Clothes mit. So, dann gehen wir mal kurz zum Brunnen und trinken mal ein bisschen Dreckwasser. Wenn ich jetzt eine Flasche finde, könnte ich dann natürlich eine Flasche auffüllen. Oh, 42! Aber das geht wieder schnell runter jetzt. 38, das geht schnell runter. Storage Container. Hier kann ich kein Wasser abkochen, glaube ich. So, dann gehen wir mal hier nochmal zum Auto und dann gehen wir hier rein. Und da finden wir vielleicht Empty Bottle oder sogar Stagnant Water. Oder vielleicht Purified Water. Hier ist ein Auto. Nichts drin. Gehen wir nochmal rum. Können wir nicht. Wie ist denn der da ausgestiegen? So, gucken wir erstmal unten rein. Klavier spielen können wir nicht. Ah, hier könnte vielleicht eine Hose drin sein. Ja! Jetzt sind wir wieder langweilig. Wir können unsere schönen Beine nicht mehr sehen. Aber wir können jetzt wieder mehr Sachen mitnehmen. Denn da wir jetzt eine Hose anhaben, können wir wieder 50 mehr mitnehmen. Also, auf die Beine müssen wir jetzt leider verzichten. Dafür können wir mehr Sachen mitnehmen. Hier im Kühlschrank? Nix. Da ist noch ein Schrank. Empty Bottle. So, dann können wir... Aber jetzt haben wir keine Woodlocks mehr, um uns ein Lagerfeuer zu bauen. Aber egal. Dann fällen wir uns mal kurz einen Baum.
Graue Arbeitsschuhe oder graublaue und braune. Ich nehme mal die braunen. Geht nicht. Hey. Nach unten ziehen. So. 750. Aber ich finde das in diesen Sneakers aber bequemer. Ich nehme die Sneakers wieder. So. Die stehen uns besser. Okay, hier liegt nichts mehr. Dann gehen wir mal hoch. Mach mal die Tür zu, nicht, dass hier jemand reinkommt. Oh, wir haben aber 40 Hydration durch das Dreckwasser erhalten. Das ist cool. Vielleicht, weil wir gut ausgeruht sind. Hier ist nix. Können wir uns nochmal ausruhen, aber wir haben uns ja erst ausgeruht. Nee, hier steht nichts mit Rest. Antibiotika nehmen wir mal mit. Badewanne ist leer. Muss hier ausruhen? Nein. Ich denke mal, weil wir ausgeruht sind, wird das nicht angezeigt. Leer. Hat schon jemand leer geräumt hier. Unerhört. Fernglas? Ach, das brauchen wir sowieso selten. Monitor ist dreckig. Dann gehen wir mal raus. Und machen unsere leere Flasche voll. So. Dann machen wir mal die leere Flasche voll auf Use. So, jetzt haben wir Dreckwasser. Ich trinke noch mal einen Schluck Dreckwasser. Wir haben ja genug Energie. Haben wir 10 bekommen. Haben wir noch was zu essen dabei? Ja, die Steaks könnten wir uns mal abkochen. Abkochen könnten wir... Oh, das ist dunkel geworden. Die Steaks könnten wir mal kochen. Wir bauen uns ein Lagerfeuer. Von wo holen wir uns einen Baum? Ist hier einer? Oh, ist das dunkel. Heidi Witzka, ist das dunkel. Nicht, das war hier ein Zombie. Yo! Ach, laufe ich nicht voll. Fährt er weiter? Du lässt eine Frau hier! Ganz allein! 3 Woodlocks! Ach, ich hab die abgelegt. Kann ich mir schon ein Campfire bauen? Nein, doch, da. So, wir bauen uns mal fix ein Campfire. So, dann haben wir alles, was wir brauchen. Jetzt noch mal kurz ein paar Blackberries einsammeln, damit wir das abgekochte Wasser daraus einen Blackberry-Saft bauen können. So, wie viel haben wir jetzt? 10, das sollte reichen. Ich glaube, 5 Stück brauchen wir. Dann machen wir ein Lagerfeuer, aber das mache ich nicht unten. Da habe ich Angst. Wir gehen aufs Dach eines Hauses und machen da ein Lagerfeuer oder auf dem Balkon. Oder auf dem Auto, geht das da? Weiß ich nicht. Wir machen das Lagerfeuer dort auf dem Balkon. Oh, die Musik. So, Tür zu. Die machen wir mal auch zu, alle beide. So. Wo ist hier der Balkon? Da. So, da machen wir jetzt, hier platzieren wir jetzt das Lagerfeuer. Place. So. Dann zünden wir das an. Benutzen unseren Bowdrill. Den wir uns ja nicht selber bauen mussten, denn wir haben ihn geplündert. Es ist Beute.
Es wird Tag. Toll, kommt die schöne Lagerfeuermusik nicht mehr zur Geltung. Lagerfeuermusik, hast du gerade gesagt? Lagerfeuermusik? Egal. Wir packen hier das Dirty Water rein und das Rabbit Meat, denn wir haben auch Hunger mittlerweile. Dann warten wir einen Moment. Oh, jetzt wird's Tag. Immer dasselbe. Immer wenn ich schöne Lagerfeueratmosphäre machen will, wird's hell. Wir können uns dabei auch schön hinsetzen. Drücken wir auf X. So. Oh ne, jetzt brennen wir fast ab. Ich gehe mal ein bisschen weiter zurück. So. Ach so, wir wollten ja gucken, dass hier alles fertig ist. Ist das ein Zombie oder ein Mensch? Nee. So, dann nehmen wir das abgekochte Wasser, das Steak. Bauen uns einen Blackberry-Saft. Den müssen wir jetzt erst erkunden oder entdecken. So. Der grüßt uns. Wie mache ich denn grüßen? Auf F1. Hau. So, aber wir haben Durst. Ne, wir machen uns erstmal einen Blackberry-Saft. Achso, Discovery. Blackberry-Juice. So, den machen wir gleich mal. Zack. Den hauen wir uns rein. So, jetzt haben wir 95 an Hydration. Dann essen wir mal einen Rabbit Meat. Oder einmal guckt Rabbit. Und 90. So, jetzt gehen wir fix zum Brunnen. Holen uns nochmal Wasser. Hey. Holen uns nochmal Wasser und kochen das nochmal ab und machen uns noch einen Blackberry-Saft für unterwegs. Und wir hatten Glück, dass uns wenig Zombies begegnet sind. Nein, jetzt trinke ich das Dreckwasser. Scheiße, scheiße, scheiße. Konzentration, Konzentration, Cinderella. So, dann haben wir für unterwegs, haben wir denn noch einmal Cooked Rabbit und dann gleich einmal noch Blackberry Saft. Dann können wir weiter auf die Suche gehen. Nach einem Rucksack und nach einer Pistole oder einem Gewehr. Was auch immer, ein Sturmgewehr. Das AR-15 oder das Jagdgewehr. Oh, hier muss ich rein. So, dann hocken wir uns jetzt mal hin. Tada! Das mache ich ab und zu, damit ich irgendwie was für die Thumbnails habe. Vernünftiges Material. Ah, und diese Seite. Oh, schönes, schöner Lichteffekt. So. Das Haus im Hintergrund ist blöd. So, aber wir müssen mal fix das Wasser abkochen. So, das haben wir abgekocht. Dann gucken wir mal, was wir daraus machen können. Was wird das denn? Ach so, jetzt haben wir einen improvisierten Kompass. Den brauchen wir nicht. Wir wissen, wo wir hin müssen. Jetzt können wir uns einen improvisierten Kompass bauen, aber dafür ist mir das Wasser zu schade. Oh, und jetzt haben wir Rabbits. Du. Stu? Das gibt einen, glaube ich, richtig viel an Hydration und Energie, weiß ich nicht. Aber darf. Nee, will ich jetzt nicht. Obwohl, doch, kann ich mir doch machen. Nee, dann habe ich aber nichts mehr zu essen. Das mache ich jetzt nicht. So, wo haben wir einen Zucker? Haben wir keinen Zucker eingesammelt? Ach so, nur aus Salz. Saline. So, und wenn wir da jetzt noch... wenn wir jetzt Saline... Ach nee, Saline müssen wir uns erst machen. Dann könnten wir nämlich aus... kombiniert mit Bandagen Medikit bauen. Aber egal. Ich wechsle nochmal meine Position, um ein schöneres Bild zu machen. So. Nee, es ist nicht schön. Ist auch nicht schön. Egal. Dann gehen wir ins nächste Gebäude. Aber
das werden wir in der nächsten Episode machen. Wir werden uns jetzt hier noch ein wenig ausruhen, Leute. Wir ruhen uns hier jetzt noch ein wenig aus. Und dann werden wir beim nächsten Mal diese drei Häuser erkunden. Und da hinten ist eine Halle oder zwei Hallen. Ich hoffe, dass wir möglichst bald mal einen Rucksack finden werden und auch eine Schusswaffe. Und mal schauen, wie viele Zombies uns begegnen, wenn wir in ein Gebiet gelangen, wo es mal mehr Menschen gab. Bisher hatten wir Glück, aber in der zweiten Episode oder in der zweiten Staffel, in den letzten zwei Episoden, da war es ja Nacht und da hatte ich verdammt viele Zombies an der Backe. Mal sehen, wie es hier noch werden kann. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Heidi Ho. Danger, danger. Ey, Affe. Affenmaske, was geht? Ach, er fängt wieder an rumzulaufen. Er rennt immer durch sein Apartment. Ich renne überhaupt nicht. Lass uns Fang spielen. Wer als erstes auf dem Po-Klatsch hat gewonnen. Cooler sehe ich gar nicht. Hier liegt schon besoffen auf dem Boden. Ach nee, da rennt er besoffen. So, wo ist die Schlampe? Okay, wollen wir dann Raum oder was? So. Nee, erst ein Selfie machen. Wer macht das Selfie? Jeder von uns macht ein Selfie. Oh, warte kurz. Selfie. Ich trinke nochmal kurz was.